Die Mikrofone sind offen. Das Spiel kann beginnen. Wir sind bereit. Frank Buschmann und Manny Breukmann als Ihre Kommentatoren. Der Nordklassiker Liverpool gegen Manchester. Hier treffen zwei Vereine aufeinander, die weltweit Fans haben. Und das nicht zu knapp. In der Gesamtstatistik liegt United im Übrigen vorn. Liverpool kann da heute ein bisschen dran kratzen. Auch für den englischen Rekordmeister und Rekordpokalsieger waren die Zeiten nicht immer rosig. Der Flugzeugabsturz in München, in den 1958 die gesamte Mannschaft verwickelt war und bei dem viele Spieler von Trainer Matt Busby umkamen, hat ganz England bewegt und dem Verein einen brutalen Schlag versetzt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das grenzt fast an ein Wunder, dass sich der Verein nach diesem tragischen Verlust der Busby Babes, wie die Mannschaft damals genannt wurde, überhaupt so schnell wieder erholen konnte. Und das war der Anpfiff. Die Begegnung läuft. Wir freuen uns auf 90 Minuten hoffentlich tollen Fußball. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Sofort abgezogen und es wird Eckball geben für Man U. Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Ja, ja, kein Problem. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Es steht 0:0 zur Pause. Und jetzt hoffen wir auf die Offensivspieler beider Mannschaften. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt zu Hause sitzen könnte mit meinem wunderbaren Apfelkuchen auf dem Sofa. Und der Unparteiische pfeift die zweite Halbzeit an. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Jetzt zieht er ab! Das war der Führungstreffer von Manchester United. Schöner Pass. Möglichkeit für Liverpool. Geht er rein? Und warum haben sie bloß da hinten so geschlafen? Das wird sich ihr Trainer auch fragen. Aber bitteschön, das ist jetzt die Quittung. Das ist der Ausgleich. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Schön gesehen. Und natürlich wehren sie sich bei diesem Angriff. Bis jetzt war das eine extrem spannende Sache hier. Und erst recht spannend wird die Schlussphase. Und Achtung, genau hingeschaut. Nach 90 Minuten steht sie immer noch unentschieden. Das heißt, das Spiel wird in der Verlängerung entschieden. Vielleicht sogar erst im Elfmeterschießen.